Tschüss. Moinsen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Farm Live. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine weitere Folge für euch. Wir hatten ja beim letzten Mal tatsächlich hier die große Verhandlung mit Rainer Raimund und seinen wunderschönen Snackautomaten. Hier gab es kostenlosen Espresso, Kaffee und auch ein paar Schokoriegel. Die Holzbänke waren am Start, aber Hauptsache, ich sage mal wieder hier, John Deere und die fettesten Fan fahren, aber Holzbänke haben. Als kleinen Besprechungsraum. Ganz cool gemacht. Auf jeden Fall, Rainer Raimund haut immer wieder einen raus. Und ja, es ist tatsächlich wahr geworden. Wir haben den John Deere 6R in der letzten Folge gekauft. Wir haben uns gut geeinigt, 47.000 Euro kann man echt nichts gegen sagen. Und ja, wir haben natürlich jetzt ganz, ganz ehrlich vor, diesen John Deere auch fleißig weiter zu bewirtschaften. 3.500 Stunden hat dieser gelaufen, es lohnt sich auf jeden Fall, damit was zu machen. Und ja, die Ballen sind gepresst, es hat tatsächlich geklappt, Heu ist entstanden. Und jetzt ist natürlich der große Abtransport vonnöten. Wann lernen wir überhaupt mal die Nachbarsbauern kennen? Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, Leute. Es wird ganz, ganz spannend. Es gibt eine kleine Überraschung. Da wird ein bisschen was passieren, womit selbst die Halmas nicht gerechnet haben. Und ja, es wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr schick. Und es ist eine sehr, sehr coole Folge geworden. Und ja, bevor ich mich jetzt hier noch weiter in meinen John Deere 6R verliebe, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit der weiteren Folge. Ihr denkt dran, Leute, Däumchen da lassen. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Schreibt nochmal gern, das habe ich jetzt länger schon nicht mehr drauf hingewiesen, schreibt doch nochmal gern in die Kommentarfunktion hinein, wie ihr Farm Life allgemein jetzt überhaupt findet. Hat es Potenzial, feiert ihr es, findet ihr es grottig, findet ihr es gut, was sollen wir machen? Und schreibt auch mal gerne eure Ideen rein, was man denn so noch mit reinbringen könnte, was ihr gerne mal sehen möchtet, meine lieben Freunde. Und bevor ich jetzt hier noch mehr vor mir her sabbel, weil ich wieder Sabbelwasser getrunken habe, wünsche ich euch viel Spaß bei einer weiteren Folge von Farm Life. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und let's go! Tschüssi! So. Und das Klärchen, wir sind wieder auf dem Hof einmal. Gibt's mal. Die wunderschöne Ballenpresse. Ich muss die immer in die Halle stellen, sonst macht das dann jetzt wieder eine. Ich gehe jetzt wieder in die Halle stellen. Also, es wäre nicht aufgeräumt. Macht wieder nur Chaos. So. Hm. Wo ist denn der Schalter? Da ist der Schalter. Ah. Ah, dieser Platz genug. So. Ah, mein schöner neuer John Deere. Also, wenn der Moritz sein Case so sehr liebt, dann liebe ich jetzt meinen John Deere und das wird jetzt meiner hier. Also, den wird kein anderer fahren. So. Oh, wenn ich jetzt noch die Halle hier kaputt mache, dann können wir direkt ganz abreißen, dann können wir direkt eine neue bauen. Ah, ja, der Umbau der Halle, das steht hier auch noch an. Eieiei, wir haben noch so viel vor. Ich weiß gar nicht, wann und wie wir das alles noch machen sollen. So. Erde an Moritz. Ich bin anwesend. Ja, das ist gut. Bist nicht eingeschlafen? Nein. Okay. Pass auf, passt ja noch. 20 Uhr ist eine kleine Nachtschicht. Ich habe jetzt abgehangen. Ich komme dann jetzt solo aufs Feld, ne? Ja. Okay, mache ich das mal. Gib auch Gas, ich bin schnell unterwegs. Ja, Tim ist übrigens immer noch nicht da. Ich habe mal gerade ins Schlafzimmer geguckt. Da liegt er auch noch nicht drin. Also, ich fürchte, den sehen wir heute echt nicht mehr. Ja, wer weiß. Ich habe wirklich keine Ahnung. Glaub mir, der kriegt was von mir zu hören. Guck mal, wir sind ja seit 4 Stunden jetzt am Arbeiten, rund um die Uhr, am Schuften. Und der, ja, keine Ahnung, wo er wieder rumlümmelt, ey. Schon seit gestern Abend. Guck mal, der ist fast 24 Stunden unterwegs und wir wirklich 4-5 Stunden hier schon am Schuften. Ich glaube, der wird auch erstmal wiederkommen. Sich denkt so, verdammt, wo kommen jetzt die Ballen plötzlich alle her? Wann ist der gestern gegangen? Hat er nicht gesagt, er will gleich wieder da sein? Ich hab keine, ich glaube um 18, 19 Uhr so rum hat er gesagt, tschüss. So. Okay. Ja, bis gleich. Ich weiß ja nicht, okay, da muss man sagen, er hatte ja gesagt, er geht kurz mal weg in die Kneipe. Aber er hat nicht von 24 Stunden gesprochen. Naja. Ja. Schauen wir mal, was passiert. So. Haben wir vorne auch eine Feldeinfahrt? Nee, ja, ich fahre gerade hinten rum. Ja, bist du schon fast fertig? Das ist ja wunderbar hier. Das ist ja wunderbar. So.
Ich mach schon mit Rundumleuchten an. Weil ich habe gesehen, Moritz, anscheinend ist auf der Umgehungsstraße schon die erste Baustelle oder so. Hier sind plötzlich wieder Autos unterwegs. Okay. Also ich hatte jetzt nichts gelesen, ob da jetzt Baustelle ist oder vielleicht ein Unfall passiert ist oder so. Vielleicht ist der Herr Raimund wieder umgefallen. weil da sind wieder Autos gekommen. Ja, sehr ab und zu im Spiegel mein Licht oder so. Ja, es ist doof irgendwie, aber okay, komm, wir werden das schon hinbekommen. So. Gucken wir mal das Ding mal an. Ist er fertig? Nee, hier. Noch drei Bahnen oder so kann ich aufkriegen. Moritz, warum kriege ich die Spanngurte nicht ab? Warte mal. Ach, ich bin wieder nicht stark genug. So, jetzt. Wie viel hast du denn da schon? Ach, das ist schon. Ah, sehr gut, das ist schon zwei. Mama, wie viel haben wir denn? Mama, eins. Mama, zwei, vier, sechs, acht, ja, zehn Stück. Drei, zwei kriegst du noch. Ja, wenn man. Machen wir zwei rein oder wolltest du drei? Ne, zwei rein, ne? Okay, ja, stimmt. Zwei rein. Stimmt. ist ja dein kleiner Same. Oh. Okay. Das sieht gut aus. Passt. Kriegen wir hin. Ein bisschen näher gefahren. Gut. Ja. Ja, da müssen wir wirklich zweimal fahren. Das sind ein paar viele, glaube ich. Kriegen wir nicht. Ach komm, kein Problem, fahren wir zweimal. Mensch, aber schönes Wetter heute, ey. Muss ich echt sagen. Also, das sieht ja jetzt auch gar nicht nach Regen aus, aber du hast im Wetterbericht geguckt, ne? Ja, mein Handy. Warte, ich guck nochmal, mein Handy sagt. Ich verstehe dich so schlecht, Harz. Mein Handy sagt circa 3 bis 6 Uhr Regen an. Okay, ja, das sollten wir ja schaffen. Ey, das ist mein Baby hier heile. Die Felge ist schon zerkratzt. Die Felge ist schon zerkratzt hier. Das war Tim, nicht ich. Da muss ich aber mit Tim im Wörtchen hier reden. Das geht aber so nicht. Und Tim hier wieder auftaucht. So, wunderbar. Packst du dir noch zwei? Ich schau mal. Okay. Na dann begleite ich dich. Och Moritz, können wir hier mal eine Rundumleuchte drauf bauen? Hier ist ja gar keine Rundumleuchte drauf. Oh, ich weiß nicht, ob die für den überhaupt verfügbar ist. Oh, muss ich mal mit dem Herrn Raimund reden. Der da vielleicht eine Lösung für uns hat. So. Wer könnte denn da? Sag mal, Moritz, ich glaube, wir kriegen Besuch. Ey, Moritz! Wer ist das? Das ist ein Nachbarbauer, ich habe keine Ahnung. Okay. Eieieiei. Nicht, dass sie sich schon beschweren kommt, dass wir hier Nachtschicht machen. Nee. Wir arbeiten regelkonform. Bis 22 Uhr darf man fahren. Sagen, bis 22 Uhr. Wir haben keinen Sportauspuff, nichts, ne? Also, eigentlich ist es vorschriftsmäßig. Naja. Ja. Obwohl auch nicht ganz vorsichtsmäßig. Ich habe Ladung auf der Gabel, das darf eigentlich nicht sein. Ach, ich sichere deinen Hintern schon ab. Wie fährt denn auch der? Ich hab das Gefühl, das ist die ältere Generation hier. Ich glaube, der hat kein Gaspedal bezahlt. Er hat doch ganz schön Durchzug hier. Ach guck mal, jetzt gibt der Gas hier, der Lümmel! Guck mal, jetzt gibt der hier Gas! Ey! Alles klar! Ja! Mann! Oh, Moritz, der biegt links ab. Ich glaube, das gibt der Specker mit Eggert. Uiuiui! Aber der scheint auch gepupst zu haben, der fährt mit offener Tür. Oh ja, ich bin gespannt. Der soll nur kommen. Kann ich warm anziehen hier, auf jeden Fall.
Geht ich aber weiß, nicht. Wo die Mistgabeln sind. Hey, ich hol den Knüppel schnell aus der Küche raus. Das Nudelbrett. Ich habe gehört, der Herr Schmitz hatte mal ein Nudelbrett. Okay. Ich habe die Küche noch nicht so angeguckt. Oh, der fährt auf unseren Hof, Moritz. Oh oh. Oh oh. Das werde ich jetzt nicht. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich bin der Herr Halmer. Grüß Sie. Hallo. Hallo, ich bin der Herr Meier. Ah, hallo Herr Meier. Was ist los? Na, wir fahren hier ohne Spanngurte. Bitte was? Herr Meier? Herr Meier, wir sehen, dass Sie schon mal älter sind, aber das hier, das ist orange. Das sind Spanngurte. Die sind nicht mehr nostalgiehaft pink oder so. Wo sind denn hier? Ach, das hier sind Spanngurte. Ja. Ja. Das sind Spanngurte. Also, Herr Meier, wer sind Sie jetzt überhaupt? Ach, ich bin ein Bauer von Gamsberg. Ach, so, also quasi auf unser Nachbar. Ach, kennen Sie den? Wenn man was zu sagen will, dann schon, ja. Kennen Sie noch den Schmitz? Ah, den kenne ich, aber von dem habe ich nie was gehalten. Ja, der hat seinen Hof jetzt an uns verkauft, wie Sie sehen. Ah, das freut mich. Dann hoffe ich mal auf eine bessere Zusammenarbeit. Naja, also, warum der Herr, mein Bruder, der Moritz Halmer sich überholt hat, also, er hat mir zugefunkt, es war eine Biene in seinem Führerhaus und er hat nur das Gaspedal nur noch gesehen. Also, da tut es natürlich leid. Und ich wollte ihn eigentlich dann vor der Biene retten. Also, ich hoffe, Sie entschuldigen das nochmal. Unsere Fahrweise wird natürlich nicht mehr vorkommen. Ja, also, die Fahrweise war jetzt wirklich nicht die beste. Ja, wir sind die Aber Jugend. Aber das da vorne... Was will der Moritz? Ich hab keine Ahnung. Vor allem, der läuft über unseren ganzen Hof hier. Das hier ist eigentlich auch nicht zielig. Ja, gut. Man fährt nicht mit geladener Ballengabel über eine öffentliche Straße. Ach so. Ja, das weiß ich, aber wir müssen das Heu noch reinbringen ja, heute. Ja, also, Herr Meier, wir wollen Sie echt nicht abwimmeln, ne? Aber, also, wenn Sie uns so kommen, Privatgrundstück, also, wir würden Sie jetzt mal bitten, dass Sie mal unser Grundstück verlassen. Sie können gerne von dem Stein da hinten ein bisschen zugucken, aber... Wir waren das nicht böse, aber 3 Uhr ist hier Regen gemeldet und wir haben noch einiges zu tun. Also wir würden Sie bitten, jetzt unser Ich habe auch noch einiges zu tun. Ja, dann nehmen Sie Ihren Fendt und tüdelü. Ja, tschüss. Komm, tschüss. Tschüss, Herr Meier. So ein auch, Drecker haben Sie noch nicht, wa? Nee, Herr Meier, ich fahre nur John Deere. Und machen Sie mal das Fenster zu und die Tür, es zieht nicht, dass Sie sich eine Erkältung holen. Wir haben nur 11 Grad, nee, 18. Ach, das ist nicht so schlimm. Okay, machen Sie es gut, Herr Meier, tschüss. Tschüss. Holla, Ramspopo da, ey. Meine Güte. Schlimm, ey. So. Es gibt schon komische Kauzinnen. Boah, Moritz, schrecklich, schrecklich. Das gebe ich nicht. Weil, ich habe mich gefühlt wie bei der Kriminalpolizei hier. So dürfen sie nicht fahren. So dürfen sie nicht fahren. Schrecklich. So, warte mal, ich mache hier kurz Spanngurte ab. Ja. Warte, nicht mich aufspießen. Nicht wie beim letzten Mal, ne? Ich hab den Video. Also, willst du zwei auf einmal? Ja, warte. So, bitteschön. So, gucken wir doch mal hier. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ja? Ja? Man sieht so ein bisschen die alte Ernte vom Herrn Schmitz. Die ist tatsächlich noch so ein bisschen grünlicher, ne? Ich glaube, wir haben ein bisschen besseres Heu. Ja. Das sieht eher noch so ein bisschen aus wie Gras, Moritz. Hast du das mal angeguckt? Ja, habe ich angeguckt. Ich habe mir auch schon gedacht, dass der das nicht so hat trocknen lassen. Aber wenn er es nicht hat so trocknen lassen, dann muss ich sagen, schon gammeln. Deswegen, das frage ich mich gerade auch, warum das noch nicht so ist. Es könnte sein, dass der ein bisschen viel Unkraut mal reingemäht hat. Keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Aber okay. Na gut, ist dann jetzt halt so. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Gras hier. Aber ich muss sagen, ich finde auch gut, dass das uns gegeben hat. Wir hatten ja auch noch hier Stroh ein bisschen rumliegen. Also das ist wirklich sehr gut geworden. So. Ich glaube, wir hatten noch so 5-6 Stück, ne? Dann sollten wir das eigentlich schaffen, dass wir das mit der nächsten Tour... Sag mal, Moritz, ist der da immer noch auf unserem Grundstück? Ich geh mal kurz gucken. Nicht.
Nur kurz gehen. Hallo? Herr Meier? Hä? Wo steht denn sein Traktor da? Herr Meier. Ja, ey, sagen Sie mal, Herr Meier! Herr Meier, ich hab Sie gesehen. Dann sagen Sie mal, Herr Meier! Herr Meier, was machen Sie hier? Nix. Ich wollte nur mal schauen, ob Sie vielleicht irgendwo ein Telefon haben, weil da vorne ist ein Unfall passiert. Ja, aber Herr Meier, das ist ein Glasdrescher. Das hat ein Funkgerät. Ach so. Das ist ein Unfall? Ja, oh. Das wusste ich nicht. Oh. Ja, Sowas passiert nämlich, wenn man so unmöglich fährt. Ja, wer macht denn sowas, Herr Meier? Sie eben auch. Ach, das kann doch... Nein, Herr Meier, da verwechseln Sie uns gerade. Ja, ich glaube Ihnen. Ja, kommen Sie mal mit, Herr Meier. Ich habe ein Telefon für Sie. Können Sie die Polizei rufen hier? Achtung, ducken. Ah, nee, Sie sind ja nicht so groß. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Sie sind ja nicht so groß wie ich. Ich muss mich hier immer ducken. So. Ah, ich bin nicht so groß gewachsen. Nee. So, Herr Meier, hier, bitteschön, Telefon. Dankeschön. Gut, lassen Sie mich kurz raus. Herr Meier, telefonieren Sie kurz in Ruhe. Ich muss zurück zu meinem Bruder. Wir haben noch viel zu tun. Ja. Rufen Sie die Polizei, ne? Danke, ja, tschüss. Ja, ich rufe die Polizei. Okay. Du Moritz, du glaubst es nicht. Was? Der Herr Meier. Der sprang auf unserem Drescher rum. Der meinte, er wäre ein Unfall passiert, der hätte das Telefon gesucht. Auf dem Glasberg. Ja, hab ich mir auch gedacht, auf dem Drescherdach. Sagt er, ja, Telefon. Ich habe ihm jetzt einfach das vom Tim gegeben, der braucht das ja eben momentan nicht. Gut, dass er zwei Telefone hat. Der springt auf unserem Drescher rum. Und dann rufe ich Herr Meier, was macht der? Der haut ab. So weit kommt's noch. Ja? Ich glaube, ich bin auf den 2 Minuten drauf. Ja, man glaubt es nicht. Na komm, hau mal gerade noch hier die 2 Ballen runter. Und dann, es ist unglaublich. Unglaublich. Ich glaub das nicht, ey. Ah, ja. Ey, du bist Künstler, Abo. Ja, Moritz, das üben wir nochmal. Ja. Sieht wieder sehr elegant aus. Ja, ich mach mal nicht los. Moritz, hier sind noch 2. Ach. Erde an Moritz! Hier sind noch 2. Ich bin auch vergesslich. Ja, Moritz, das waren jetzt die letzten. Okay. Fahr mal los, ich komme irgendwann hinterher. Ja, ich düs mal wieder rüber. Oh. Einmal zum Abladen. So. Was ist denn jetzt schon wieder hier los? Ich glaub das nicht. Mit dem kriegen wir noch echt Spaß hier. Warte mal. Herr Meier? Herr Meier? Ja? Kann man Ihnen helfen? Nein, die Polizei ist informiert. Also. Ach, Kacke, hier geht ja gar nichts. Ach, Kacke, wir kriegen... Herr Meier, wir haben noch ein paar Ballen auf unserem Feld. Jetzt kriegen wir die ja gar nicht weg. Haben Sie aber die Polizei angerufen? Ja, die ist in wenigen Minuten da. Okay. Ja, gut. Kann ich mein Telefon wieder haben? Ja. Bitte schön. Dankeschön. Das gehört nämlich meinem anderen Bruder. Wir sind übrigens 3 Brüder. Also der Tim, der ist aber auf Sauftour. Den muss ich ja wiedergeben. Moritz! Ja, Mach aus. Geht nichts mehr hier. Kannst ausmachen. Da vorne ist wohl ein Unfall passiert. Der Herr Meier hat schon die Polizei gerufen. Da müssen wir jetzt warten, ne? Bis die da sind. Ja. Boah, hoffentlich kriegen wir das noch hin. Ja, gut, warte mal. Herr Meier, auf gute Nachbarschaft, können wir Ihnen einen Kaffee anbieten? Da habe ich nie was dagegen. Ja. Kommen Sie. Wir haben zwar 20 Uhr, aber für Kaffee ist immer Zeit. Komm, geh mal einen Kaffee trinken.
Gucken wir mal, wann die Polizei kommt.